Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch drei verschiedene Marken oder neue Sachen testen. Naja, auf jeden Fall, Rare Beauty ist jetzt in Deutschland verfügbar und da hat uns Alicia Marie ja schon ziemlich drauf angefixt. Dann hat Hatice Schmidt Labs neue Produkte rausgebracht und zwar einen Bronzer und einen Highlighter in verschiedenen Farbtönen. Und ich habe die Love X Oscar Atem Limited Edition hier auch vor mir liegen. Und alles andere habe ich dann aufgefüllt mit Produkten, die entsprechend, ich sag mal, auch von Influencern sind. Außerdem hat der liebe Maxim seine Produkte gelauncht, da habe ich natürlich auch was von. Und Danny hat auch eine Shop-Erweiterung gemacht, wenn man das mal so sagen darf. Ihr Lieben, wenn ihr Bock drauf habt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Bin ein bisschen durch den Wind, weil ich heute schon bei Expert war und mein Laptop wollte heute Morgen nicht angehen, als ich ein Video schneiden wollte. Wollte eigentlich ganz entspannt in den Samstagmorgen starten. Nein, Laptop ging nicht an. Alles versucht und dann habe ich bei Expert angerufen. Und da kenne ich tatsächlich auch jemanden aus alten Tagen, um das mal so zu sagen. Und da hat mir der liebe Roland auch ein bisschen weitergeholfen. Ich verlinke euch mal unten in der Infobox sein Instagram-Profil, weil der auch so, wusste ich vorher auch nicht, so Grillblogger ist. Mega geil, schaut bei ihm vorbei, alles in der Infobox verlinkt. Er weiß da aber nichts von. Lasst Liebe da. Genau, ich starte einfach mal mit einem Produkt von Rare Beauty und da habe ich den Illuminating Primer. Ja, das ist die Reisegröße mit 15 Millilitern. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt hier ganz entspannt einfach ein paar Produkte austeste, dass man nicht unbedingt die Full Size braucht und da, wo es geht, ich habe jetzt ein Handtuch auf die Füße gelegt, auf die Füße vor allem, ne, auf die Knie, dass ich da einfach mir die Reisegröße hole. Hat bei Rare Beauty nur bei dem Primer und bei den Lippenprodukten funktioniert. So schaut der aus, sehr fest, aber der glänzt so perlmuttfarben. Da bin ich jetzt ja mal gespannt. Riecht einfach nach Creme, fühlt sich schön auf der Haut an. Also auch wirklich nicht nur so illuminisierend, also man sieht das, wow, shiny, piny, rampampam und meine Hände, Wahnsinn, ja krass, Tageslicht haben wir jetzt nämlich auch heute, weil ich habe hier kein direktes Licht gerade, weil die Sonne ist schon ein bisschen gewandert, aber die Sonne scheint hier halbwegs rein und da muss ich die Jalousien nicht runter machen, das ist total super, das ist immer das beste Licht eigentlich, schön, also das gefällt mir, hier auf dieser Seite ist der auch schon einigermaßen eingezogen, fühlt sich sehr samtig an oder seidig vielmehr. Und da wird er noch gleich einziehen, aber es fühlt sich klasse auf der Haut an. Nicht so trocken, wie manchmal das illuminisierende Primer machen. Der gefällt mir. Jetzt nehme ich mir mal einen Schluck Kaffee aus dieser wundervollen Tasse. Ich habe bei Danny im Shop eingekauft. Ne? Okay, eine Foundation hat Selena Gomez mit Rare Beauty, also mit ihrer Marke Rare Beauty auch herausgebracht. Habe ich gekauft. 120C ist die Farbe Foundation. Ja. Weiß ich nicht, ist diese hier? Ich finde dieses Verpackungsdesign total witzig irgendwie. Das ist so ein Prümpel hier oben drauf und das ist so matt, ist aber Plastik, ne? Hartplastik fühlt sich ganz angenehm an. Ach, guck. Okay, wir haben einen Oschi-Applikator. Das finde ich interessant. Muss man halt ein paar Mal öfter reingehen. Huch, und sich den Tisch zusauen. Läuft. Ich meine, so kannst du es auf jeden Fall ganz gut dosieren, ne? So ist es nicht. Ich nehme jetzt einen Pinsel. Und zwar, auch da habe ich jetzt drei Pinselsets direkt. Nein, mehr als drei Pinselsets, aber drei, Viecher. Ich nehme den ich super gerne mag, von Mrs. Bella in Kooperation von BH Cosmetics. Und verteile mir das jetzt erstmal so im Gesicht. Hups, das ist aber eine ganz schöne, ich glaube, ich habe ein bisschen viel genommen. Ich liebe es ja immer, ne? Weil das Display macht es noch krasser, als es in der Realität ist. Ja, das reicht fürs ganze Gesicht. Das kann ich mir direkt drüber ziehen. Den Augenlook, den ich übrigens gleich schminken werde, den habe ich schon auf Instagram geteilt gehabt, aber ich versuche den quasi nachzuschminken. Ich kann mich nicht ernst nehmen. Und heute habe ich dann auch endlich mal einen Grund, diesen Look dann entsprechend auszuführen, weil wir nachher zu meinem Papa auf den Geburtstag fahren. Der junge Mann ist 59 Jahre alt geworden. Okay, also das Verteilen der Foundation hat jetzt nicht so ultimativ geklappt. Meine Nase sieht aus wie... Geht gar nicht, aber ich nehme jetzt mal Maxims Schwämmchen in Kooperation mit Lovia und arbeite mir das Ganze in mein Gesicht ein. Ja, es wird schon besser, weil das Schwämmchen natürlich auch ein Stück weit Produkt abträgt und dann auch ein bisschen besser verteilt, aber die Foundation sitzt echt nicht schön auf meinem Gesicht.
habe ja eigentlich eher so eine trockene Haut und damit verträgt sich das jetzt gerade im ersten Moment nicht so unbedingt geil. Aber wir gucken ja auch nachher mal, wenn ich dann auch Puder aufgetragen habe und Fixing Spray und so, ob sich das vielleicht ein bisschen besser dann macht. Aber wenn ich mir das so von nahem angucke, ist das nicht so der Ultra-Burner. Also die Farbe ist natürlich auch super, super hell, ne? Kann man nicht anders sagen. Ich verwende jetzt den Concealer, den habe ich auch in der Farbe 120C. Und ja, das ist einfach der Concealer von Rare Beauty. Und ich sehe wirklich auf meinen Händen, der Primer, der macht halt richtig Illumination. Also das könnte fast schon als Highlighter durchgehen. Puck. Auch hier haben wir so ein Applikatorfüßchen. Ich streife mal ein überschüssiges Produkt ab. Das ist eine ganz interessante Form. Also irgendwie, weiß ich nicht, wie so ein Ballettfüßchen. Und auch ein dicker Applikator. Und den trage ich mir dann hier so unter den Augen mal auf. Dafür nehme ich auch aus dem Mrs. Bella Pinsel Set diesen Nummer 5. Das ist so ein Concealer-Pinsel. Ich habe zwar nachher eine Lidschatten-Base, aber die trage ich nicht als Base, sondern als Cut-Crease eher. Das heißt, ich ziehe mir den auch auf mein Augenlid einfach zu, ja, da will ich irgendwas drauf haben, Zwecken. So gefällt mir das aber schon mal im ersten Moment ganz gut. Ich werde das jetzt ein bisschen sitzen lassen, mache dann die andere Seite, meine Rötung und dann arbeite ich das mit dem Schwämmchen ein. Also man saugt doch schon ziemlich rum, ne? Sowohl bei der Foundation als auch jetzt beim Concealer, wenn ich, ne, wenn das Produkt noch so voll ist und ich dann den Applikator daraus ziehe, dann macht es immer flop und dann hat man das ganze Kram hier auf dem Tisch liegen. Das ist ein bisschen blöd, ne? Also man sollte die Produkte auf jeden Fall mit dem Schwämmchen einarbeiten, weil ansonsten sind die zu pastig auf meiner Haut. Das wird dann so, weil meine Haut ja per se schon mal recht trocken ist, ne? Das ist so, weiß ich nicht, das liegt eher auf, als dass es sich dann mit der Haut verbindet. Ich habe mir übrigens tatsächlich dann auch eben einen neuen Laptop kaufen müssen. Das war etwas blöd. Denn meiner ist ja gerade mal ein Jährchen alt, ne? Da dumm. Und ja, ist aber Garantiefall und so weiter. Aber ich kann halt jetzt nicht 2-3 Wochen ohne Laptop, ohne meine Sachen. Und dann haben die eine Datensicherung gemacht, haben das auf eine externe Geschichte gezogen, die ich in eine externe Festplattengeschichte mit reinpacken kann. Und jetzt gerade ist mein Laptop da, oder mein neuer Laptop jetzt dabei, nachdem ich ihn neu eingerichtet habe. Yay. Die ganze Geschichte auf meinen neuen Laptop zu ziehen. Pff. Ich hasse sowas. Zumal jetzt gerade die Laptop-Preise so dermaßen in die Höhe schießen, das ist der Wahnsinn in Tüten. Aber gut, da sagte mein Kumpel auch zu mir, ey, ganz ehrlich, wenn du den dann in einem Monat wieder weiterverkaufst, ist auch kein Problem. Da kriegst du jetzt garantiert auch noch gut was für. Dann habe ich vielleicht 50 Euro Verlust, aber ne, wenigstens habe ich dann ein Arbeitsgerät. Das ist halt super wichtig. Das ist Wahnsinn. Ich habe zwar für die nächsten, oder hätte theoretisch für die nächsten 2-3 Wochen Videos, die ich, ne, schon bearbeitet und so weiter habe, die dann auch hochgeladen werden könnten. Aber zum Beispiel dieses Video möchte ich so schnell wie möglich auch online stellen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und natürlich die ganzen Dateien und so, die da drauf sind. Wow, ich hätte geweint. Natürlich mache ich immer wieder Datensicherung und so, aber die letzte ist auch schon ein Weilchen her. So, eingearbeitet, geht das klar. Trotzdem trinke ich mir noch einen Schluck Mutkaffee. Denn jetzt habe ich einen Blush, der hat es wahrscheinlich in sich, in der Farbe Lucky. Ich habe euch getreten, es tut mir leid. Ja, auch von Rare Beauty. Es waren super viele Produkte im Onlineshop von Sephora ausverkauft, wie zum Beispiel auch der Foundation-Pinsel. Ich bin da ein bisschen traurig, ne? Den hätte ich so gern gehabt. Egal, aber irgendwann kommt der bestimmt wieder. Also Liquid Blush in so einem krassen Pink. Mal gucken, ob ich nachher überhaupt noch einen anderen Blush brauche. Auch der kommt mit so einem Füßchen. Und ja, ich werde mir den einarbeiten mit, ja, alternativ habe ich mir den geholt von Fenty, der soll ja auch richtig gut sein. Das ist ja ihr Contouring and Shape bla 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 Pinsel, fühlt sich unfassbar gut an und ist so ein Zwischending zwischen Blush Pinsel und Foundation Buffer. Und dann trage ich mir den Blush. Ich mache erstmal 2 Punkte und gucke, was passiert. Gehe ich direkt oder mache ich erst... Ich habe Angst. Jetzt habe ich es aber schon drauf, ne? Ich glaube, ich nehme erst den Stippling Brush aus dem Mrs. Bella Pinsel Set. Oha! Oha! Ich glaube, das gleiche hatte Nini P auch, ne? Ja, ich glaube, sie hat auch ja, die Intensität dieses Blushes etwas unterschätzt. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, Lucky hatte sie so nicht. Wow. Hilfe. Hilfe. Wahnsinn. Okay. Ausgeblendet geht es aber vollkommen klar. Ich habe jetzt aber tatsächlich 3 Pinsel gebraucht, um das zu erreichen. Auf der Seite muss ich jetzt natürlich nachlegen. Also die Applikatoren finde ich nicht gut, weil man muss es abstreifen und dann versaut man sich so ein bisschen diesen, ne,
Man könnte natürlich auch einfach den Blush nehmen, es auf dem Handrücken machen, in den Handrücken einarbeiten, was voll professionell und logisch wäre, und es dann erst aufs Gesicht geben. Aber ich denke mir, nö, komm, hau drauf, Krokette, was soll der Falschgeiz? Der leuchtet im Dunkeln, Leute. Passend zur Lidschattenpalette, die gleich auf jeden Fall kommt, denn die leuchtet auch im Dunkeln. Jetzt sehe ich aus, als hätte ich einen Schnupfen, weil ich das zu nah die Nase runtergezogen habe, ne? Egal, heute geben wir Vollgas. Sieht so. Also die Nase, ne? Egal, okay, wir lassen das jetzt erstmal so, wie es ist. Wir können es jetzt gerade, ich könnte theoretisch Foundation und so ein Kram drüber machen. Es wird aber eh nochmal nachher abgeschwächt und ich sehe im Display, dass es nicht so intensiv aussieht wie hier. Okay, wir kriegen das hin. Muss ja nur meine Familie mitleben, wenn ich da gleich zum Geburtstag hingehe und die kennen das von mir. So, dieser Liquid Blush ist einfach riesig. Oh mein Gott, wie viel haben wir drin? 15 ml, das ist ganz schön viel. Enlighten ist die Farbe. Habe ich Blush gesagt? Das ist ein Highlighter, ne? Ich habe nachher ja noch den Highlighter von Hatice Schmidt. Aber trotzdem gebe ich mir den jetzt schon mal auf. Und da wir ja nicht aus Fehlern gelernt haben, gebe ich mir den auch direkt in zwei Punkten hier so hin. Ich liebe mein Leben. So, den Stippling Brush habe ich jetzt gerade kurz ein bisschen an meinem Handtuch sauber gemacht. Und dann verteile ich das so mal. Nein, das funktioniert nicht. Ich versuche das mit dem Fenty-Pinsel gleich mal. Ich habe da nämlich immer noch diese beiden Punkte. Lässt sich sehr schwer verteilen. Vielleicht mit den Fingern. Also sehr merkwürdig. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass es so schwierig ist. Sehr klebrig. Aber, also ich meine gut, jetzt mit den Fingern geht's. Pinsel kannst du vergessen. Mit Pinsel. Den Pinsel an sich nicht, den finde ich schön. Ich baue ihn auf, was soll das? Ich glaube, der kommt besser mit Fingerwärme klar. Weil der auch schnell trocknet, wenn ich das so richtig sehe. Ich glaube, ich habe meine Foundation, die da drunter mal irgendwann war, relativ abgetragen, weil ich jetzt so viel drüber gewuselt bin. Aber die Frau lernt auch nicht, ne? Die gibt es immer direkt auf ihr Gesicht auf. Also den Glow Kanner, definitiv. Okay, der Concealer war am Anfang relativ pastig, dafür creased der halt aber auch nicht so ordentlich, ne? Deswegen, was will man, was kann man? Ich sette jetzt mein Gesicht mit dem Tamtam Beauty Puder, das ist ein loses Puder. Ich nehme mir zuerst einen Highlighter-Pinsel, das ist von Luvia mit Luisa Creschen. Der Highlighter-Pinsel, Classic Highlight. Erstmal unter den Augen. Und mit dem Beatik P002 Pinsel sette ich dann mein komplettes Gesicht. Ich mag das Puder. Das macht so einen schönen Weichzeichner-Effekt und trocknet das Gesicht halt nicht wirklich aus. Ne? Das ist halt ein schönes Setting-Powder. Wie heißt das? Loose Translucent Powder. Mega geil. Ich hätte jetzt theoretisch noch ein anderes Puder. Das werde ich dann demnächst mal verwenden. Aber jetzt kommen wir zu den beiden Produkten von Hatice Schmidt Labs. Da habe ich hier einmal den Bronzer und hier den Highlighter. Ich bin so aufgeregt. Ich habe es direkt bestellt, als sie es gelauncht hat. Und wow. Der ist so schön. Ich habe beides in der Farbe Fair bestellt. Hier habe ich einmal den Bronzer. Und der hat auch so einen leichten, nicht Schimmer mit dabei. So Seidenglanz. Oh, das sieht aus wie ein Bild von Leonardo da Vinci, ne? Das ist Wahnsinn. Man sieht ihn kaum auf dem Finger, aber Hattie hat den tatsächlich im Video auch aufgetragen. Das sah so gut aus. Man sieht es wirklich kaum. Okay, ich nehme jetzt den gleichen Pinsel, oder? Nee. Ich verwende jetzt von Letizia Lehmark aus dem Black Pinsel Set, glaube ich, die N13. Das ist ein Naturhaarpinsel. Dippe ich hier einfach mal so ein bisschen. Nein, ich muss swirlen, glaube ich. Ich muss den Pinsel ein bisschen aufladen. Hab was auf den Pinsel, klopfe nicht ab. Und trage mir den einfach mal auf. Der ist total subtil. Muss man schon ordentlich aufbauen. Hätte ich jetzt nicht so einen mega krassen Blush-Moment auf meinem Gesicht, wäre das perfekt für mich, ne? Und er lässt lebhaft aussehen, ist nicht fleckig. Der ist schön. Gibt es aber noch in anderen Farbnuancen, falls euch das jetzt zu hell sein sollte. Aber es ist halt die hellste Nuance, die es so gibt. Es tut einem nur weh, wenn man da dran rumswirlt und das Pressing zerstört, ne? Also die Produkte kamen auch wirklich extrem schnell von Hatice Schmidt Labs an. Wir haben heute Samstag und ich glaube, war Donnerstag der Launch oder Mittwoch? Just bin gerade, ne?
Also das ist auf jeden Fall ein Bronzer für Leute, die, also dieser Farbton, ne, die nur einen Hauch von möchten. Und ich finde den voll schön. Ne? Ach Gottchen, ach Gottchen. Aber ich mag den richtig, richtig gerne. Er sieht nur halt jetzt schon mega zerstört leider aus. Aber gut, ja, so ist das Leben eben. Es wird Regen geben. Rampapam, Tüdelü. Und hast du nicht gesehen? Ich finde den schön. Ich mag den. Ja. Tja, jetzt die Frage. Muss ich noch Blush auflegen? Ich weiß es nicht. Es juckt mich ja schon in den Fingern. Ne? Ich habe hier die Mrs. Bella Palette Peachy. Die, Herzklabaster. Vielleicht lege ich noch ein bisschen was drüber. Vielleicht zur Intensivierung. Hier nur so an der Seite und dann den Highlighter drüber. Ja. Ich nehme aus dem Kiso-Pinsel-Set einfach mal den Allrounder-Pinsel und gehe in den mittleren Farbton hier so rein und trage mir den hier einfach on top drüber. Damit, ja, settet man das Ganze ja auch nochmal ein Stück weit, ne? Es ist genau der Farbton, es entspricht dem wirklich gut und so mache ich die ganze Geschichte halt haltbarer. Ja, den Bronzer sieht man sehr, sehr dezent, das stimmt wirklich. Da dürfte ich dann wahrscheinlich nicht so einen heftigen Blush zutragen. Aber ich finde den zum Beispiel auf der Stirn gerade super natürlich und echt geil. Claudia im siebten Himmel, Leute. Ich sag euch, das sind so geile Produkte hier auf meinem Tisch. Ja, hier haben wir den Highlighter, ebenfalls Hattie Schmidt Labs in der Farbe Fair. Ebenfalls Folie entfernen. Und das ist ein Pressing, das hat auch was von Kunst, muss ich sagen. Das ist eher so, ja, wie nennt man das? Grafische Kunst, ne? Mega. Mag man auch kaum reingehen. Richtig krass. Ich bin jetzt wirklich nur drüber geglitten, weil ich es nicht kaputt machen will. Okay, der ist wie nass. Den sieht man auch, so sieht man den ein bisschen, ne? Knack, das war mein Kopf. Der hat schon Glitzer- oder Schimmerpigmente mit drin. Die sind so rosa, bläulich und so. In allen möglichen Farben scheint das. Und ich glaube, das wird eine ganz gute Geschichte. So, ich hatte ich hier schon Highlighter-Pinsel liegen? Ja, nehme ich den von Luise. Streiche einmal durch und guck mal, was passiert. Oh. Ja, es ist schon glitzernd. Also, ich denke da zum Beispiel an Jennys Highlights, die wird den nicht mögen, weil die überhaupt keine Glitzerpigmente in Blushes mag, in Highlightern mag. Das hat sie schon öfters mal gesagt, ne? Aber ich mag das, glaube ich, gerne, so wie das aussieht. Weil der hat nicht irgendwie nochmal so eine eigene Unternote. Das ist halt wie der von Tony Moly oder so, den ich, diesen Luminize bla bla bla. Der hat halt nicht dieses Weiße drunter, das hat Hattie im Video aber auch gesagt, ne? Das heißt, du machst den drauf und hast dann halt nur diese Schimmerpigmente drauf. Das finde ich schön, also du hast ja keinen Balken. Mir gefällt das. Ich glaube schon. Bin mir aber noch nicht sicher. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, dieser Blush ist, immer wieder Blush. Dieser Highlighter ist safe dann seine 35 Euro wert, aber Support ist kein Mord, ne? Sie ist halt, auch wenn wir uns nie begegnet sind und so, ne? Eine Kollegin und da unterstütze ich halt super gerne. Und ja, komm. Ja, ja, doch. Ich mag es auf jeden Fall, dass der halt nicht diesen Strich hat, sondern, wie schnarcht, sondern dass der halt so diesen komm mal ran hier. Also, ich mag es, dass der halt hier so diese, als hätte man so einen Hauch von drauf, ne? Das mag ich echt gerne. Du hast ja keinen Untergrund in Champagner oder in Weiß oder in Silber oder sowas. Aber du hast ja schon Glitzer mit bei. Das sieht man auch, ne? Aber trotzdem finde ich den irgendwie schön. Ne? Muss ich gleich aber auch nochmal gesettet sehen. Meine Augenbrauen werden gezaubert mit dem Fenty Beauty Augenbrauenstift. Müsste Farbe Medium oder sowas sein. Der war, glaube ich, mal in einer My Little Box oder in einer Blissim Box mit dabei. Hat eine normal feine, rausdrehbare Mine. Dieses Vier am Ende mag ich nicht so gerne. Mensch, hat keiner von den Influencern einen Spoolie. Doch, Kiso hat einen Spoolie mit rausgebracht. Sehr gut. Ja, und das ist ein Augenbrauenstift, den ich einfach gerne mag, ne? Also den finde ich klasse.
Das Ergebnis spricht für sich. Also das ist wirklich meine Augenbrauenfarbe, die ich jetzt drauf habe. Lässt sich schön auftragen. Und das mag ich einfach gerne leiden. Und setten werde ich meine Augenbrauen mit dem Florence bei Mills. Die hat irgendwo bei irgendeinem Film irgendwie mitgespielt. Keine Ahnung, ist ein Promi, hat eine Marke gemacht. Clear Transparent, das ist dieses Augenbrauengel. Genau, ich habe natürlich auch alle Produkte in der Infobox verlinkt und so, ne? Wisst ihr Bescheid, das ist so geil, dieses Spoolie-Vieh. Jedes Mal, wenn ich das sehe, finde ich das einfach niedlich. Ja, die Foundation kriecht schon sehr in Fältchen rein. Vor allem hier so meine Lachfalten, die sind etwas ausgeprägter. Da geht die Party ab, ne? Da sitzt das schön drin. Ja, ist wie es ist, aber ansonsten sitzt die so jetzt erstmal ganz okay. Ja. Ich habe meinen Kaffee vergessen. Oh mein Gott, der ist jetzt auch schon relativ kalt, ne? Als ich den Look tatsächlich vor 2 Tagen, geschminkt habe mit der Palette, da habe ich so relativ klatsch, klatsch, rauf, rauf gemacht und gar nicht so groß drüber nachgedacht, was ich so mache. Das heißt, es wird ein interessanter und intensiver Look, aber eigentlich ein relativ schneller und einfacher Look, weil ich das gerne mache, wenn ich eine Lidschattenpalette neu habe, dass ich sie einfach so mal eben schnell ausprobiere. Ja, Love X Oscar Atem, ich kenne ihn noch unter Ossi Glossy und ich weiß ich nicht. Ich kriege den auch noch nicht als erwachsener Mann in meinen Kopf rein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich damals so krass, also ich war so beeindruckt, ich habe mich so gewundert, dass dieser Junge von seiner Mutter immer wieder so geile Sachen von Zu Eva und so weiter gekauft bekommt und ich mir einfach gedacht habe, meine Mama macht das nicht. Und er hat da Looks mitgezaubert, der Wahnsinn. Also krasser Typ und Alto Belli, was aus dem geworden ist, Designer, Make-up-Artist, keine Ahnung, was auch immer man sagen mag, er hat einfach seinen kreativen Part volle Elle in sein Leben reingebracht. Also bestimmt quasi sein komplettes Leben durch den kreativen Part. Und das ist eigentlich etwas, was sich jeder Creator auch irgendwie ein Stück weit wünscht. Und ich bin unfassbar stolz auf ihn, dass er da jetzt einfach mit Love eine Kooperation gemacht hat und diese geile Palette rausgebracht hat. Und ja, die ist halt einfach der Wahnsinn, ne? Tada! Wir haben sie alle schon öfters jetzt gesehen, aber ja, krass. Ich hatte letztes, also werde ich jetzt auch wieder machen, ne? Dieses Pink genommen, das hat einen richtig krassen Stain auf meinem Auge hinterlassen. Also ich bereite mich mental darauf vor, dass mein Auge morgen teilweise pink sein wird noch. Aber das ist nicht schlimm. Und ja, ich würde sagen, wuseln wir mal ein bisschen mit dieser Palette rum. Ja, und jetzt gerade fällt mir auf, es wäre wahrscheinlich sinnvoll gewesen, eine Lidschattenbase drunter zu setzen, damit das Stain on the Eye von The Autumn Eye vermieden wird. Egal. Egal, ich möchte den ziemlich genau so nachschminken, wie ich den auch auf Insta geschminkt habe. Wir haben hier wirklich tolle Farben drin, aber wir müssen uns ja entscheiden, weil alles geht nicht. Ich starte mit der Farbe Kirkor. Oh mein Gott, ich spreche die Farben safe falsch aus. Aus dem Ellie Pinsel Set mit BH Cosmetics nehme ich jetzt diesen Blendepinsel, das ist die Nummer 6. Und den Ton setze ich mir dann einfach in meine Lidfalte, beziehungsweise etwas höher, weil ich ja Schlupflid und so, ne? Dann ziehe ich mir die ein bisschen höher. Als nächstes gehe ich mit demselben Pinsel in diesen Ton Mary. Das ist einfach ein etwas dunkleres Braun. Und den setze ich mir einfach an meinem Knochen entlang, um die Lidfalte nochmal zu vertiefen. Also man könnte jetzt theoretisch daraus halt auch einen ganz normalen Nude-Look machen, habe ich aber heute keine Lust drauf. So gar nicht. Denn jetzt nehme ich mir diesen fantastischen Pinsel, auch aus dem Ellie mit BH Cosmetics Pinsel Set, das ist die Nummer 9, die Eyeshadow Base und ziehe mir eine Cut Crease. Ich bin echt kein Held im Cut Crease ziehen, aber ich versuche es nochmal, ob das so funktioniert, wie ich das auch bei dem ersten Versuch hingekriegt habe. Auch da könnte man jetzt einfach einen von den Schimmertönen drüber geben und fertig ist die Laube. Ich habe aber heute wirklich richtig wieder Bock auf bunt und ja, ne? Deswegen mache ich jetzt hier auch noch eine Cut Crease. Mein Hund liegt hinter mir und schnarcht und mein Freund liegt ungefähr da auf der Couch, also quasi neben mir, da ist nur eine Wand zwischen, und schnarcht auch und ich höre sie gerade beide schnarchen. Ey, unglaublich, oder? Naja, die Cut Creases sitzen auf jeden Fall, die sind jetzt riesig natürlich, weil ich die Augenbrauen hochziehe, damit das Ganze nicht jetzt irgendwie creased oder so. Denn jetzt möchte ich gerne die Farben ins Spiel bringen. Ich werde nachher auch noch die Cut Crease im Innenwinkel ziehen, deswegen habe ich mir die auch sehr tief mit reingezogen. Hat alles seinen Sinn.
Ich nehme jetzt hier aus dem Marvin mit BH Cosmetics Pinsel Set diesen Pinsel. Ich weiß gar nicht, haben die Nummer 5 ist das. Und da gehe ich zuallererst in die Farbe Lost. Das ist dieses Neongelb. Und das kommt jetzt bei mir in mein inneres Drittel. Hat relativ viel Kickback und da muss ich aufpassen. Deswegen werde ich das jetzt ganz vorsichtig machen. Oh, ich muss aber dafür den Spiegel von Maxim nehmen, weil ansonsten habe ich gleich die ganze Palette im Gesicht. Den presse ich mir in mein inneres Drittel. Und wenn ich das so mache, kriege ich natürlich Fallout, aber ich werde mich gleich kopfüber über den Spiegel hängen, dann krümmelt die ganze Geschichte nämlich auf meinen Spiegel. Aber ich wollte es euch nur mal kurz zeigen, da kommt das hin. Boom. Ist schon krass, ne? Mit demselben Pinsel nehme ich mir jetzt dieses Pink auf, was ein Stain geben wird. Das ist der Ton Aura. Ich glaube, denn die Neonfarben sind Aura, nee, Diva, Beginning und Lost. Ich glaube, Aura ist keine Neonfarbe, glaube ich. Den setze ich mir tatsächlich auf meine Mitte und auch so ein ganz kleines bisschen mit nach außen. Am besten tupfen und am besten dann so kopfüber an den Spiegel. Das macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt nehme ich mir von Louisa Creshen den Smudger-Pinsel aus dem Luvia-Pinsel-Set, um einfach die beiden Farben ineinander zu verblenden. Ich nehme einfach einen Smudger-Pinsel und keinen klassischen Blendepinsel dafür, weil das beim letzten Mal auch so gut funktioniert hat. Und halt so ein schönes quasi-Orange dann im Übergang ergibt. Ja. So, jetzt kommt nach außen hin, da haben wir noch ein bisschen Freifläche und auch reingeblendet in diesen Braunton mit rein. Mit dem Smudger-Pinsel, den ich ja gerade schon in der Hand habe, der Ton Diva. Das ist so ein schönes Feuerrot. Und das werde ich erst hier so hintupfen. Und dann vorsichtig anfangen zu verblenden. Als nächstes nehme ich mir einen Mini-Mini-Mini-Pinsel. Naja, jedenfalls den kleinsten, den ich hier gerade finden konnte. Das ist auch aus dem Letizia Lehmark-Pinsel-Set so einer. Das dürfte auch echt Haar sein. Und damit mache ich mir ein bisschen was von der Eyeshadow Base hier in den Innenwinkel, damit ich gleich nämlich da so richtig einen Pop-Moment habe. Ich glaube, so würde es tatsächlich auch reichen. Das könnte man jetzt auch noch mit einem Schimmerton machen und müsste sich da gar kein Grün reinknallen. Ich habe da aber Bock drauf. Dann nehme ich mir jetzt diesen Pinsel, habe den so ein bisschen im Handtuch sauber gemacht und gehe in den Farbton Beginning. Das ist dieses Neongrün. Und das tupfe ich mir jetzt ganz sachte da drauf, weil ich keinen Fallout haben will. Und jetzt nehme ich mir ein ganz... Meine Kamera kann mich nicht fokussieren, sie kommt nicht klar darauf. Okay, jetzt nehme ich mir einen ganz, ganz feinen Pinsel. Das ist ein Blendepinsel Nummer 7 aus dem Alicia Marie mit dem BH Cosmetics Pinsel Set. Gehe jetzt nochmal in diesen allerersten Ton kürzer, um hier außen einfach so ein bisschen diesen Blend nachzuziehen, der hier oben auch schon ist. Und ich habe ja die Cut Crease auch so ein Stückchen von oben mit runtergezogen, ne, damit wir so ein bisschen mehr das Ganze vereinheitlichen und verbinden. Ist nicht krass, dass wir bislang nur matte Farben verwendet haben und trotzdem so ein Ergebnis gekriegt haben? Hammer! Ich raste aus bei sowas, Leute. So, jetzt haben wir unseren geliebten Smudger von eben noch. Und jetzt gehe ich in den Farbton Lotta rein. Das ist so ein schönes, dunkles Grün, Grün, Grün. Geiles Jägergrün. Einfach ein Grün. Bin da jetzt zweimal vorsichtig reingedippt. Und den setze ich mir einfach an meinen unteren Wimpernkranz. Und den setze ich mir auch ganz, ganz nah an mein Auge. Dann nehme ich den kleinen, feinen Blendepinsel von eben, gehe in die Farbe Beginning, was dieses geile Grün ist. Und damit blende ich dann tatsächlich ab der Cut Crease hier das Ganze einfach mal so ein bisschen aus. Ich habe hier auch immer wieder so einen Blendepinsel, einfach ne, sauber, damit ich, falls Fallout hier irgendwo hinkommt, das einfach so ein bisschen wegwischen kann und da so ein bisschen mehr... Ne, strukturiert hinbekomme. So sieht das jetzt auf jeden Fall nur mit den matten Tönen aus, aber wir haben ja noch ein bisschen Schimmer. Die Schimmertöne sind nicht so krass, das muss ich sagen. Wir haben einmal Kundalini und High Society. Das sind diese zwei. High Society ist halt so ins Gelb-Goldene und Kundalini ist halt mehr so ins Silberne, Kühle. Und ich gebe mir jetzt einfach mit dem Finger den High Society getupft so ein bisschen auf mein bewegliches Lid. Über die Töne drüber. Aber die halten nicht so bombastisch. Die halten halt mehr so,
wenn du dir eine Cut Crease ziehst und das Ganze noch schön feucht ist, dann kannst du das so schön draufpressen. Ne, aber so habe ich jetzt einfach nur ein bisschen Shimmery Pimmery da drauf. Ja, so ein bisschen Stardust. Ist ganz nice. Muss aber nicht sein, wenn man sich das so anguckt, könnte das auch einfach so bleiben, aber ich mag ja gerne Schimmer, ne? Da meine Finger doch etwas grobmotorisch unterwegs sind, nehme ich mir den Pinsel, mit dem ich eben die Cut Crease auf dem Auge gezogen habe und nehme Kundalini auf, das ist dieser Silberton. Und der kommt bei meinem Inner Corner einfach hier auf das Grün drauf, um das Ganze nochmal zu intensivieren. Sieht nämlich schon schön aus. Kann man nicht anders sagen. Es leuchtet. Ich glaube nicht, dass ich einen Augenbrauen-Highlight brauche, denn meine Augen rasten so schon genug aus. Aber ihr Lieben, das hier ist dann der fertige Look mit dieser wundervollen Palette, die einfach hammermäßig ist für alle, die einfach Bock auf Farbe haben. Also für mich ist es einfach die Palette. Finde ich total geil. Oscar hat aber auch mit Love die Autumn Eye Fine Graphic Eyeliner Geschichte rausgebracht, der mich doch super an so viele Eyeliner erinnert, die ich gerne mag. Black Magic von Ayeko, Kat Von D Tattoo Liner, weil der hat vorne keine Filzstiftspitze, sondern so eine Pinselspitze. Und das ist echt klasse. Als ich den das erste Mal aufgetragen habe, habe ich mir einen Eyeliner bis fast so in die Haare gezogen. Wahnsinn, einfach so zum Ausprobieren. Jetzt versuche ich es mal ein bisschen realistisch zu halten. Eine Kugel zum Schütteln, mag ich. Und der malt halt richtig gut auch auf den UV-Farben. Ne? Da muss man überhaupt keine Probleme haben oder keine Angst haben. Das funktioniert einfach. Ich glaube, so kann man den definitiv stehen lassen. Mega, gefällt mir. Also, ne? Ja, 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 gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. Sehr, sehr schöner Eyeliner. So, Setting Spray habe ich von Fenty Beauty. Das Baby What Did You auch in einer Travel Size. Bester Sprühnebel, Nebel, ever, ever, ever. Also so sanft und freundlich und legt sich so ganz sanft auf. Voll geil. Ich biege meine Wimpern, um den beiden Mascaren, die ich gleich habe, Chancengleichheit zu bieten. Das sind jetzt keine Mascaren, die von Influencern sind, aber das ist einmal meine Lieblingsmascara, jedenfalls meine aktuelle Lieblingsmascara, im Vergleich zu einer Drogerie-Variante, was mir letztens aufgefallen ist, was sehr, sehr vergleichbar sein könnte. Es treten gegeneinander an auf dieser Seite die Iconista von Catrice, die glaube ich sogar aus dem Sortiment genommen wurde, egal, und auf der anderen Seite von Nabla die Vicious Mascara. Beide Mascaren haben einen sehr, sehr kleines, feines Gummibürstchen, wobei die Iconista Mascara ein bananenförmiges Bürstchen hat und die Nabla Vicious Mascara ist eher so geswirlt, das ist so im Korkenzieher-Optik. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Okay, das ist jetzt ein bisschen unfair gewesen, weil ich gerade bei der Nabla Vicious Seite eine Wimper ins Auge bekommen habe, sie rausgebrockelt habe und dann so ein bisschen mein Mascara-Gedünsen neu machen musste. Trotzdem, die sind beide sehr, sehr ähnlich vom Ergebnis her. Wobei man sagen muss, dass die Iconista von Catrice tatsächlich bäm da ist, während die Nabla Vicious, die Seite, tatsächlich, wenn man eine neue aufmacht, und ich habe jetzt schon die zweite oder dritte in Anwendung, anfangs sehr klumpig ist und sehr schwierig. Jetzt ein schwieriges Ergebnis, aber ihr habt es jetzt schon sehr, sehr oft auch bei mir gesehen, wenn die Nabla Vicious drauf ist. Es ist eine geile Mascara. Sie muss sich aber immer erst ein bisschen eintuschen. Und das ist eben das, was so ein bisschen schwierig ist, wenn die hier einfach so, bam, da, hier bin ich, kannst loslegen, ne? Genau, ansonsten, beide machen krasses Volumen, krassen Schwung und die halten das auch alle beide. Und ja, ich glaube, mittlerweile würde ich fast schon sagen, dass ich die Iconista lieber mag, aber blöd ist, wenn Catrice die jetzt wirklich aus dem Sortiment genommen hat, ne? Ich habe einen Lip Liner von Karl Lagerfeld und Model Co., den ich gerne verwenden möchte, weil der farblich halt genau zu dem Lippenprodukt, was gleich kommt, passen wird. Und ich weiß gar nicht, den hatte ich mal in der Box mit drin. B12KO02. Läuft bei ihm, ne? Also das ist auf jeden Fall die Farbbezeichnung. Ja, das ist halt einfach so ein bäriger Rosenholzton, der null zum Augen-Make-up passt. Vielleicht mal ganz viel Fantasie für den Augenwinkel, aber ne, wir müssen uns ja an den Lippenprodukten von Rare Beauty orientieren. Da habe ich mir, Mini Moves Lip Duo bestellt. Das ist dieses hier. Konnte man bei Sephora bestellen.
Fand ich cool. Da sind diese beiden Schätzeleins drin. Das ist einmal... Oh, jetzt habe ich das... Oh nein! Auf das dreckige Handtuch gelegt. Nein! Weiße Verpackung. Genau, der kleine schaut so aus. Das ist halt so ein richtiger Lippenstift. Ist aber eher schier, ne? Also der hat nicht wirklich viel Deckkraft. Finde ich aber ganz hübsch. Könnte ich mir jetzt tatsächlich sehr gut vorstellen. Und dann habe ich hier den Nearly Move Balm. Ein Balm. Riecht auch wieder nach nichts. Hat so ein kleines, winziges Füßchen. Der schaut dann so aus. Ich glaube, ich nehme den Lippenstift Stift. Als wäre es füreinander geschaffen. Sincere Dewy Lip Balm. Ach, guck mal. Der hat tatsächlich so ein... Ja... Balm-Effekt, also quasi Pflegeeffekt mit dabei. Ja, das passt jetzt nicht hundertprozentig zu diesem. Wobei doch irgendwie schon. Ne? Du hast so dieses Kapuff-Augen-Make-up und dann diese sehr erwachsene Lippe dazu. Ne? Also ich muss wirklich sagen, was die Influencer hier in letzter Zeit rausgehauen haben, ist echt krass. Also die Lidschattenpalette, diese Base-Produkte, muss ich halt wirklich mal im Laufe der Zeit gucken. Ne? Also die Foundation, naja, den Concealer finde ich gerade grandios. Also der ist echt klasse, weil der jetzt auch nicht irgendwie gecreased hat oder so. Ich habe das oft, wenn ich mich schminke oder wenn ich so den Tag verbringe, dass meine Krähenfüße, meine Augenfalten mehr so betont werden. Und ich glaube, dass der das nicht macht. Ich werde euch aber in die Infobox mal schreiben, weil ich ja den Abend, also es ist jetzt 16.44 Uhr, den Abend bei meinem Papa verbringen werde und da auch sehr viel lachen werde, wie das Ganze so aussah. Vielleicht kriege ich das, je nach Pegel, heute Abend oder heute Nacht nochmal hin, mich vor die Kamera zu setzen. Ich glaube, das wird eher schwieriger, Leute, seien wir mal ehrlich. Ansonsten finde ich diesen Look mega geil und ich fühle mich gut damit. Ich weiß noch nicht genau, was ich dazu anziehen werde. Eigentlich müsste ich was Gelbes oder was Grünes dazu anziehen, ne? Und nicht sowas Hellblaues. Egal. Mir gefällt, was ich sehe. Ich hoffe, euch gefällt auch, was ihr gesehen habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!